herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Heute mal volles Haus hier. Wir haben gesehen, den vierten Spieltag der Regionalliga, VfB Auerbach gegen FC Energie Cottbus. 1280 Zuschauer waren anwesend. 4:0 oder 0:4 für den FC Energie Cottbus. Im Grunde kommt uns dieses Ergebnis sehr bekannt vor. In der Vorsaison hatten wir das gleiche Ergebnis und auch damals hat das Dilemma eigentlich für den VfB Auerbach mit einem Elfmeter begonnen. Es gibt also einige Parallelen. Zu meiner Linken Trainer Energie Cottbus, Klaus-Dieter Wollitz, zu meiner Rechten Michael Himisch, VfB Auerbach. Und wie immer zuerst das Wort an unsere Gäste. Ja, vielen Dank. Ich denke, dass der Fokus heute noch höher auf diesem Spiel war, als er schon sonst ist, aufgrund des Ergebnisses oder der Art von der letzten Woche. Wie reagiert Cottbus? Haben sie den Kopf unten oder was passiert da? Deswegen ein Riesenkompliment an unseren Team, an unsere Mannschaft, an alle, die daran mitgewirkt haben, diese Enttäuschung von letzter Woche in ihrer Art Enttäuschung zu verarbeiten. Und ein Riesenkompliment an den Spieler natürlich, sehr konzentriert, sehr diszipliniert. Es war klar, dass Nicklichkeiten im Spiel vorkommen und dass unsere Jungs unseren Weg, der im Moment sehr, sehr gut ist, gehen. Und freuen uns über die drei Punkte, freuen uns aber auch über die Art, wie wir dann phasenweise wieder gespielt haben. Es gibt immer was, man könnte jetzt immer suchen, das möchte ich aber heute nicht, sowieso nicht nach der letzten Woche, kann ich einfach sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass es zumindest jetzt in den nächsten Tagen keine Diskussion gibt, wie kann das passieren, wie kann das vorkommen, dass wir da die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Auch Kompliment an die Mannschaft, dass sie das so aufgenommen hat, die Veränderung, weil ich habe ganz klar die Vorstellung, dass nur die Mannschaft das Ziel erreichen kann. Und zu der Mannschaft hören nicht nur 11 Spieler, sondern alle Spieler, zumal wir ja so zwei ersetzen mussten mit Matuvila und Förster, war es wichtig, andere Spieler auf den Platz zu bekommen. Dass sie sich dann auch noch belohnen, uns belohnen, umso besser und zeigt die Mannschaft. Ich gebe da nur ein Zeichen, das 3-0 in der Balleroberung mit dem Willen, da diesen Lucky Punch oder die Entscheidung zu machen. Allerhöchsten Respekt, vielen Dank und den Gegner wünsche ich in den nächsten Wochen natürlich viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Und nun Michael. Ja, erstmal Glückwunsch zum verdienten Sieg und vor allen Dingen hat jetzt hier vielleicht nichts zu suchen, aber als Fußballfan habe ich natürlich das Spiel letzte Woche auch verfolgt, Cottbus gegen Stuttgart. Und muss sagen, ein Riesenkompliment für das Spieltempo über 120 Minuten. Was ein Regionalligist, der bei uns in der Liga spielt, dort abgeliefert hat gegen Stuttgart. Das macht einen als Auerbacher stolz hier, dass wir in der gleichen Liga mit Cottbus überhaupt stattfinden. Und jetzt zum Spiel. Ich denke, unser Problem war heute, dass wir die Zusammenhänge im Spiel nicht so richtig hinbekommen haben. Wir hatten Phasen, haben wir gut verteidigt, haben dann die gewonnenen Bälle nicht nach vorne gebracht, umgekehrt. Dann hatten wir gute Aktionen vom Mittelfeld nach vorne, wo wir dann in der Umschaltbewegung hinten wieder gepennt haben. Also es war viel, viel Stückwerk auf dem Platz. Wir sind so ein bisschen nach dem Elfmeter auch von unserer Linie abgekommen. Das darf uns da nicht passieren, unabhängig davon, ob der Elfmeter jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Wir hatten danach Möglichkeiten, auch noch das 1-1 zu erzielen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit insgesamt, die 30 Minuten waren ordentlich geführt von der Mannschaft mit unseren Mitteln. Und in der Phase haben wir ein Stück weit dagegen gehalten. Das 2-0 war dann im Endeffekt, ab dem 2-0 sind wir ein Stück weit dann auf die Verliererstraße gekommen. Wir haben versucht, draußen zu überlegen, wie können wir dort noch reagieren, wie können wir das noch reparieren mit unseren Leuten, die wir draußen haben, ist es einfach dann schwierig gegen Cottbus. Viele Trainer vor mir sagen, Cottbus spielt in einer anderen Liga. Ist ja nicht so. Cottbus spielt bei uns in der Liga.
Aber man muss dann einfach anerkennen, dass sie ihre Hausaufgaben sehr, sehr gut machen mit den gegebenen Voraussetzungen in Cottbus. Und dann wird es einfach schwer, wenn du dann deine Möglichkeiten, die wenigen Möglichkeiten, die du hast, zum richtigen Zeitpunkt nicht nutzt, dann wird dich Cottbus bestrafen. Und das muss man jetzt wieder so einstecken. Wir sind in keiner schönen Phase. Das ist natürlich klar, wir hängen da unten im Tabellenkeller. Haben sicherlich in den ersten drei Spielen Punkte liegen lassen, die wir jetzt bitter gebrauchen könnten. Aber das so ist eine Meisterschaft. Man hat seine Tiefs zwischendrin und das heißt immer den Kopf oben zu behalten und jedes Spiel zu spielen und jedes Spiel versuchen wieder alles rauszuhauen. Die Köpfe müssen einfach ein Stück professioneller werden in den Aktionen, teilweise in wichtigen Schlüsselaktionen dort, wie wir zum Beispiel beim 4-0 wieder dort hinten verteidigt haben, was klar besprochen ist, dass man in der Innenverteidigung dort kein Kurzpassspiel veranstalten, sondern die Dinger rauskrachen. Und wenn es nicht stattfindet, dann passieren eben Gegentore. Und wenn wir diese Kleinigkeiten, diese Klarheit in unserem Spiel nicht abstellen, dann verlierst du Spiele. Und das ist unsere tägliche Arbeit im Training, wo wir uns dann auch hier und da mal den trockenen Hals holen. Aber wir werden da dranbleiben. Und ich glaube auch, die Mannschaft hat die Qualität, das Ruder rumzureißen. Nur sie muss vom Kopf her da bleiben. Und das wird das Entscheidende sein. Danke. Recht vielen Dank. Gibt es Fragen an beide Vertreter? Wenn das nicht der Fall ist, wünschen wir Cottbus weiterhin gute Heimreise, viel Erfolg. Dankeschön. Und dem VfB Auerbach das Erreichen seiner Ziele. Danke.